Am Dienstag stellte der bekannte Sänger Marius Müller-Westernhagen seine neue CD Hottentottenmusik in der Erfurter Buchhandlung Hugendubel vor. Der Sänger, der seit den 80er Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern gehört, nahm sich für seine Fans über eine Stunde Zeit für Autogramme, Fotos und Smalltalks. Ja, ich bin voll am Zittern. Es ist Wahnsinn. Es ist das erste Autogramm, was ich habe und es ist unglaublich. Ich freue mich aufs nächste Konzert nächstes Jahr, wo ich auf jeden Fall dabei sein werde. Der Andrang war jedoch recht verhalten. Den freien Platz nutzten die Liebhaber seiner Musik eben dafür, um das Tanzbein zu schwingen. Allerdings rockte nicht Westernhagen selbst die kleine Bühne hoch über dem Anger, sondern überließ dem ca. 45-minütigen Auftritt einer Coverband, die nicht schlechter als das Original die Fanschar zum Mitsingen und Jubeln brachte.